Dann können jetzt hier wenigstens ein paar mehr Züge hin als nur so ein, zwei. Weil man sieht, das ist doch schon ein guter Verkehr hier oben bei Danzig. Für so ein kleines... Eigentlich ein bisschen unrealistisch, wie viele Züge hier fahren für so ein kleines Mini-Örtchen. Weiß ich nicht. Das ist schon Zugverkehr für eine Stadt, ey. Oder? Ist schon krass. Ey, die Nacht dauert aber echt nur so eine Stunde, ne, hier. Gucken wir uns das mal ganz so kurz an. 0 Uhr ist dunkel. Da wird schon wieder hell. Ab 1 Uhr ist schon quasi wieder hell. Okay, 22 bis, sagen wir mal, 2 Uhr. Das sind gerade mal 4 Stunden oder so. Ha, Licht an, Licht aus. Naja. Ja, cool. Im Endeffekt können wir es jetzt einfach durchlaufen lassen, bis wir Milliardäre sind, so gesehen. Weil, klappt ja. Was haben die jetzt für ein Problem? Wasser. Echt jetzt, Junge. Was habt ihr für Problem? Hä, was? Kein Bahnhof für Reichweite. Erzähl keinen Mist. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Cool. Ja, ansonsten, Stein, ich bin ehrlich, ich habe noch keinen Plan, wo ich das hinsetzen soll. Erstmal speichern, weil ist eigentlich ganz gut. Hier die Mitte müssen wir immer noch mal ein bisschen anpassen. Das sieht alles nicht ganz so cool aus irgendwie. Aber auch das hat jetzt irgendwie noch ein bisschen Zeit. Ja, ich finde, es geht alles so ein bisschen. Also zugtechnisch, auch wenn das ganze Spiel eigentlich nur auf Zügen aufgebaut ist, finde ich das noch nicht ganz im Verhältnis, irgendwie wie es sein sollte. Irgendwie ist mir das zu viel Zugverkehr für so wenig, was wir haben eigentlich nur. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, das dann so nachzuvollziehen. Hä, 300.000? Lol, es gibt ein Maximum beim Vermögen? Das ist ja schade. Okay, cool. Einfach Maximum, lol. Ja, cool. Ich bin übrigens jetzt echt unbedingt, das einfach hier hinzusetzen, weil da oben ist der Wald. Wir können es einfach hier hinsetzen, würde ich sagen. Also... Ach, Quatsch. Was ist eigentlich das hier? Ach so. Cool. Ein Steinbruch. Dahin. Zack. Fertig. 20 Arbeiter brauchst du nur. Da machen wir noch einen von. Sind wir mal richtig in Gönnerlaune hier. Passt. So. Dann machen wir aber hier einen kleineren Bahnhof hin, würde ich sagen. Oder? Oder nur so einen einseitigen Bahnhof. Zack. Dann kommt hier 4 in die Richtung, 4 in die Richtung. Bevor ich es vergesse, natürlich die hier. Weil die kommen ja später auf jeden Fall dahin, die nächsten Schienen. Also ich sag mal so, das Wachstum des Spiels ist irgendwie aktuell ein bisschen viel, finde ich. Du veränderst eine Sache, es braucht direkt von allem das 20-fache gefühlt. Ich meine, irgendwie ist es ja auch nice, aber so wirkt der Fortschritt, den man hat, irgendwie schon wieder, ja, wie nichts quasi, weiß ich mal. Bin mal gespannt, ob sich das noch als gut oder schlecht entwickelt. So, Steinbrüche 2. Wozu brauchst du Kohle? Oder ist das einfach nur da generell so drin? Achso, deswegen dem Tanken. Ja, Tanken brauchst du ja gar nicht, lol. Warte mal. Das macht ja gar keinen Sinn, Kumpel. Hab ich das dazu gebaut? Nee, ne? Nee. Ja, dann Schienen halt noch bauen, ne? Klar. 5... 3, 4, 5. Zack, das ist schon mal die Schienenlänge, die da auf jeden Fall gerade sein soll.
Ey, ich hasse dieses Schienenmausystem hier, ne? Ist so schwierig, doch. Ich fass es nicht, Mann. Oh, ich hasse das, ne? Du kannst nicht eine Kurve bauen. Das ist so faszinierend. Du kannst nur... Ey, weiß ich nicht. So. Nein, das war genau falsch, Kumpel. Ja, so sieht doch gut aus. So. Dann natürlich jetzt hier. Machen wir so. Oder andersrum. Ich muss mal gucken, wo es denn rauskommt. Weil logischerweise wäre es natürlich am besten, wenn es hier mit rauskommt. Ungefähr. Ich finde die Kreuzung zwar nur so halb cool, aber ich würde sagen, wir nehmen davon einfach mal eine. Hm. Kann man die nicht irgendwie so schräg drehen? Das ist ja so dumm, ne? Das ist halt so schwach, ne? Ich weiß nicht. So, warte, wir machen mal ganz kurz, bis der Zug auf Seite ist, damit wir hier neu bauen können. So, danke. Dann machen wir ganz kurz... Boah, mir gefällt irgendwie diese ganze Ecke so nur halb irgendwie gut, ne? Bin ich ganz ehrlich. So, zum Steinbruch geht's ja nur nach oben eigentlich, weißt du? So, wir haben jetzt ganz kurz die ganzen Dinger weg. Ich würde sagen, wir verbinden die neu. Ich würde sagen, wir gehen da schon mal direkt einen neuen Trick an. Und zwar sage ich jetzt mal. Das hier ist ja okay. Aber der geht hier jetzt wieder hoch. So. So. Und dann da dran. Und auch das ist scheiße. Einen mehr Abstand, weil so ist mir das doch ein bisschen zu eng. Also so. Dass die halt auf der gleichen Höhe sind, so vom Kasten her, weißt du? So ist mich schon mal Pflicht. Nein, ich will nicht die komplette Station abreißen, aber danke der Nachfrage. So, wir passen jetzt mich mal hier ein bisschen was an. Weil dieses Hin- und Hergekreuze hier sieht eh alles ein bisschen scheiße aus, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Und so. Hier übrigens das gleiche. Das da kommt weg. Da kommt stattdessen jetzt der hin. Und dann so. Dass wir jetzt mal hier so ein bisschen Ordentlichkeit drin haben, weißt du? Auch diese komischen Kurven ab und an machen wir auch weg. Das geht alles nicht. Wir gucken mal, wo wir die gleich hinsetzen. So nämlich. So, und das hier kommt auch weg. Weil es hier in eine Schiene zusammengeht. So. Das haben wir. Die kann noch weg. Passt. Und die machen wir ganz kurz weg. Haben wir jetzt alle einzeln? Sehr schön. Auch das hier oben finde ich irgendwie nur so halb geil irgendwie. Mit der Kreuzung so. Eigentlich müsste man hier auch ein bisschen was ändern. Oder jetzt müsste die Schiene gerade runterlaufen lassen, dass es hier nicht so eine komische Ecke ergibt. Hm. Oder?
weiß ich nicht. Ich meine, das ist mir entweder eh immer ein Neugebaue hier, aber ich meine, das hier oben finde ich schon mal gut, bis dahin ist alles schön. Aber mir gefallen diese ganzen Anbindungen hier unten alle nicht, weil die alle so komisch irgendwie waren. Die ziehen wir lieber nochmal ein bisschen vernünftiger neu. Ach so, weil da eine Lücke zwischen ist, ja, sorry. Ey, 219, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ach, der will alle markieren. Ja, dann mach mal bitte nicht. Tschüss, Zug. So, machen wir die hier auch neu? Die Schienen da. Ich meine, besser wäre es eigentlich. Bin ich ehrlich. Ja, machen wir auch. Einmal noch ein bisschen vernünftiger bauen. So, das hier passt fast auf jeden Fall. Ändern wir trotzdem was dran. Verpiss dich. So, da kann er ruhig stehen bleiben in dem Stationsding. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Weil das hier passt auf jeden Fall. Das ist okay. Da gucken wir gleich mal ein bisschen weiter, wie das hier alles so läuft. Aber ich würde sagen, wir können das Zugdepot noch irgendwie woanders hinsetzen, oder? Wir setzen das einfach neben die Stadt. Weil die Stadt hat ja eh einen Baubereich, der nur bis dahin geht. Da könnte man das Zugdepot auch hier hinsetzen. So zum Beispiel irgendwie. Und da könnte man die Eingangsschienen auch irgendwie da oben direkt hinsetzen. Muss nicht unbedingt so sein. Also, ich meine halt so rum. Ach lol. Ich habe ja gar keine Steine. Uff. Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber es müsste eigentlich funktionieren, dass wir genug Steine dann haben, weil wir das gleiche zurückkriegen müssten. Ich speichere mal kurz. Nur lieber speichern, als dass wir nachher zu wenig haben. Aber passt alles. Ist jetzt einfach das gleiche zurückgekriegt. Easy. So, warte, wie weit geht die Stadt jetzt noch? 4 Blöcke weiter als die Schiene. Okay. Das ist gut zu wissen. Das steht 1 über. Also, Stadt, 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 Stadt. 1 über. Ein Platz. Und dann das Gebäude. Dann setzen wir es ungefähr hier hin. Da die Schiene eine Kurve von so einer Mindestensfläche braucht, machen wir es so, dann können wir mich hier später langziehen, wie wir möchten. Guck mal, 30 ist das Maximum. Guck mal, ist ja schön zu wissen. Wunderbar. Dann ziehen wir es jetzt entweder nach da oben durch. Wobei hier nur so ein 20er-Dings reinpassen würde, was ordentlich ist. Oder wir ziehen es von unten irgendwie nach oben. Oder halt hier entlang. Das heißt, hier wäre dann... Warte, ich mache das mal ganz kurz ganz einfach. 4 für die Stadt, 1 Abstand, 30 fürs Gebäude. Da müsste das Gebäude dann sein. Das müsste sich dann so hier hinstellen. Dann wäre es parallel zur Schiene. Verstehst du? Dann machen wir das Ganze jetzt mal hier hin, die Markierung. Da müssen wir anfangen. Und die Schiene ist natürlich weg. Ja, ja. Das sollte ja dann eigentlich funktionieren. Ah, nee, warte. Die Schiene, die da rauskommt, braucht ja auch Platz. Wenn hier das letzte Gebäude ist, ist in der Mitte von den Signalen, okay, muss die Schiene so laufen. Nee, das geht nicht. Ich muss noch eins weiter runter. Oder sogar zwei. Dann kommt das Gebäude dahin. Das heißt, wir machen jetzt den hier.
bis dahin. Da, wo das Signal endet. Warte. So. Da ist natürlich noch nicht Dingens. Und dann so. Dann haben wir hier die 4 Start. Ein Abstand, dann Schiene. Passt. Sehr gut. Dann haben wir schon mal hier ein ordentliches Zugdepot. Neben Danzig. Sehr gut. Eine Frage. Ich konnte gerade das Gebäude hier direkt erweitern, als ich hingedrückt hatte, ne? Nee. Das war nur, weil ich da nur hingeklickt hatte. Alles klar, ich nehme es zurück. Weil Gebäude verschieben fehlt mir auch noch irgendwie ein bisschen, ehrlich gesagt. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Machen wir das so, ne? Mal kurz alle Signale wegmachen hier. Können wir gleich neu bauen. Ist ja kein Problem. Ah ne, warte, hier können wir die ganzen Schienen wegnehmen. Eine Brücke wäre echt schön für die Züge. So, Kohle bauen wir auch mal ganz kurz aus. Oh, ist eh falsch hier, ne? Ist ja spannend. Machen wir den aber auch ein bisschen praktischer, den ganzen Dingens hier. So, quasi einmal alle Schienen neu bauen, aber das kommt auch mal ab und zu vor, ja? Ist ja kein Problem. So, die stehen 5 über, der nicht. Ey, ich hasse dieses Schienenbausystem in diesem Game, ne? Es ist so unfassbar. Mal kurz alle wegmachen. 5 in... Ey, Alter, in diese Richtung bitte, ja? Danke. Schwierig, ey. So, da kommt natürlich jetzt noch dieses kleine schöne Ding hier hin. Einmal erweitern alles, ne? Haben wir das schon mal. Und auch hier können kurz die Schienensysteme einmal nach vorne. Zack. So, das ist schon mal der Eingang. Und da würde jetzt auch eine Schiene außen rum führen. Das wäre dann halt einfach hier die Nachbarschiene. Die ist dann hier, die führt dann hier lang. So, die kommen alle hier zusammen. Da haben wir dann die Hauptlinie. Beziehungsweise könnten wir jetzt auch drauf gucken, dass wenn wir jetzt die hier runterziehen, dass sie sich dann alle irgendwie damit geradeaus ranführen, wieder so. Das heißt, wir könnten jetzt gucken, dass wir hier die nehmen. Und direkt so runtersetzen. Und die gehen einfach da rein. Schön gerade einfach. Haben wir hier schon mal einen schönen ordentlichen Bahnhof. Das ist doch schon mal schick. Mit Umweich. Also Ausweichstrecke quasi. Gut, wir können natürlich auch hingehen, die hier gerade ziehen. Das wäre dann nochmal ein bisschen kürzer für die Züge. Aber diese 2 Sekunden Verbesserung... Die können wir, glaube ich, sparen. Oder meint er, es wäre eine gute Idee, das einfach gerade zu ziehen? Wäre natürlich auch eine Idee. Wir könnten nämlich auch hingehen. Pass auf. Noch eine coole Idee. Wir machen das so. Und so. Und haben hier jetzt eine Parallelschiene. Zack. Von aus kann es natürlich auch da reingehen. Ansonsten haben wir jetzt hier unser Hauptgleis. Und da auch. Wobei wir jetzt natürlich das Problem hätten, dass
Nee, das gefällt mir nicht. Dann, sonst müssten die alle kreuzen. Lass das mal sein. Ist ja nur eine Idee. Wir müssen ein paar Ideen durchprobieren, so. Bis wir das Richtige gefunden haben. Ist ja alles easy. Hä?